Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge For the People. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Mal kurz bei den Depeschen einfach mal drüber gucken, dass wir ungefähr wissen, was da steht. Okay. Ist ein Plan. Finde ich gut. Also. Wir haben 5. Also dann gehen wir sie alle einmal durch und beschäftigen uns dann mit der Lösung. Also. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Ich wende mich mit einer Bitte an Sie. Ihr Vorgänger, Genosse Lebowski, hat eine Genehmigung für die Anlage einer Straße gegeben, die die Straße der Kommune mit dem Prospekt des Militärruhms verbinden sollte. Das Problem besteht darin, dass diese Straße durch einen Teil des Schwarzen Waldes führen wird, der an die Stadt grenzt. Aber dieser Teil des Waldes ist bislang von Wildtieren besiedelt. Füchse, Wölfe, Hasen. Die Bauarbeiten werden einfach ihr Zuhause zerstören. Deshalb bitte ich Sie, das Projekt zum Schutz von Pflanzen und Tieren zu überarbeiten. Wir müssen unsere kleinen Freunde schützen. Mit freundlichem Gruß, Genosse Robert Fuchs. Alle Dokumente sind bereits unterzeichnet. Es ist zu spät, um etwas zu ändern. Und Wölfe im Stadtgebiet würden diesen Naturliebhaber überhaupt nicht beunruhigen. Das Projekt muss natürlich überarbeitet werden. Minus 3000. Also, ich mach mir mal... Ich hab schon sehr gut aufgeräumt hier. Hier habe ich noch einen Stift. Sehr gut. Und hier habe ich noch ein volles Stück Papier. Ich mach mir mal Notizen. Also, wir haben 12 bis 6 als 1 plus 3, damit ich das mal so ein bisschen mitschreibe. So, nächster. Genosse River. Vielleicht erhören wenigstens Sie unsere Bitte. Wir, das sind die Bewohner des Hauses Nummer 17 der Theodor-Knecht-Straße. An unserem Haus ziehen ständig feierliche Arbeiterdemonstrationen vorbei. Wunderbar. Wer wäre dagegen? Aber warum werden unsere Fenster zugehängt? Gibt es denn keinen anderen Platz, um die prächtigen orangen Fahnen aufzuhängen? Irgendwo, wo sie den Menschen nicht den ganzen Tag oder manchmal 2 bis 3 Tage die Aussicht versperren? Wir haben schon mehrfach versucht, uns zu beschweren. Aber hat das Sinn? Wir werden von einem Büro zum anderen geschoben, bestenfalls. Kürzlich hat man einer meiner Nachbarn von der politischen Abteilung geladen und dort 3 Stunden lang befragt, als ob er irgendein Spion wäre. Warum gefallen Ihnen die orangenen Banner nicht? Auf welcher Seite haben Ihre Großväter gekämpft? Pfui. Wie kann man nicht verstehen, dass das Problem nicht die Banner sind, sondern der orangene Dunst anstelle der Aussicht, der einfach unglaublich stört? Ist dies überhaupt ein Problem, aufgrund dessen man an das Stadtoberhaupt schreiben muss, damit es gelöst wird? Scheinbar ja, und das ist traurig. Deshalb unterschreibe ich auch nicht. Ich möchte keine unnötigen Probleme. Bitte seien Sie so freundlich und nehmen Sie Einfluss auf die Parteideppen. Die haken einfach ihre Liste ab, aber wir wohnen hier. Okay, kein Geld. Ich verstehe, dass ich kaum helfen kann, außer die... Bitte nach oben weiterzugeben. Orangener Dunst, Parteideppen. Das ist doch selbst ein Fall für die politische Abteilung. Vernünftig, man muss andere Plätze für die Banner finden. Also grundsätzlich bin ich ja bei 3, aber wir brauchen Geld und wir werden gleich bei der Partei anrufen und sie um Geld fragen. Von daher sollten wir das nicht vorher entscheiden. Wofür wärst du denn? Was wäre denn deine... Belana will ihn auch gleich die politische Abteilung schicken. Ich tendiere tatsächlich zu 1. Ich würde 3 das nach, Varianten? Ja, ich würde das nach oben weitergeben, genau aus demselben Grund, wie du es gerade gesagt hast. Wir nehmen jetzt demnächst Kontakt zur Partei auf. Wird die Partei das nicht ganz doof finden, dass wir das nicht vor Ort einfach selber entscheiden können, sondern dass wir das nach oben geben und quasi ja. sie mit unserem Problem belasten?
Ich verstehe auch nicht, warum die Banner da 2-3 Tage hängen müssen. Es geht ja um die Demonstration, die kann man doch hängen, wenn wir da abhängen, aber... Ach. Horst steht übrigens auch bei 3. Mhm. Und sagt, aber fürs Schleim ist 2 halt besser. Das ist richtig. Jetzt müssen wir Prioritäten setzen, was uns wichtig ist oder wichtiger ist. Hm. Wir müssen uns auch noch nicht jetzt entscheiden. Den Anruf können wir auch machen, bevor wir hier unterzeichnen. Ja, das stimmt. Ja, also Wiedervorlage, sagst du? Ja, Wiedervorlage. Okay. Also... Ja, Belana merkt auch an, dass wir ja noch nicht mal wissen, wem wir da was Gutes tun, weil der, also das Weil hat sie nicht geschrieben, ich interpretiere das jetzt, weil ja kein Name unten drunter stand. Mhm. Aber wir haben die Anschrift. Bewohner des Hauses Nummer 17 der Theodor-Knecht-Straße. Es könnte halt auch einfach sagen, da möchte jemand Unfrieden stiften. Möglich. Aber wir müssen uns ja auch nicht von jedem, der stänkern will, stänkern lassen. Also auch da ist ja unsere Entscheidung zu sagen, ach komm. Ja. Ja. Na ja, gut, aber dann machen wir den nächste. An den Genossen Francis River, Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1. Guten Tag, Genosse River. Mein Name ist Fred und ich möchte Sie um etwas Wichtiges, für mich Wichtiges, bitten. Es geht darum, dass ich mein ganzes Leben als Postbote gearbeitet habe. Es ist so gekommen, dass ich nie Lust hatte, etwas zu lernen, aber irgendwo arbeiten musste. Jetzt bin ich 54 Jahre und damit nicht besonders froh. Das Kreuz tut mir schon lange weh, aber bis zur Rente ist es noch weit. Aber Briefe austragen konnte ich schon noch. Jetzt kann ich auch dies nicht mehr. Ich wurde vor kurzem schwer zusammengeschlagen. Sie wissen selbst von wem und wann. Es ist sogar etwas kränkend, dass Sie mich nicht ausgeraubt haben. Dann wäre es wenigstens verständlich, warum Sie auf mich eingedroschen haben. Als Sie mich geschlagen haben, habe ich noch geschrien: Warum? Wofür? Sie haben mir nicht geantwortet, die kowinischen Kerle, Sie haben nur gelacht. Nun kann ich gerade mit Mühe zur Toilette kriechen. Ehrlich gesagt, das Leben ist beschwerlich geworden. Manchmal kommen einem alle möglichen schlechten Gedanken in den Kopf. Und Zeit zu Zeit kommt meine Nichte mich besuchen, hilft, bringt Lebensmittel, das hält mich über Wasser. Aber sie hat auch ihr eigenes Leben. Ich möchte nicht, dass sie ihre jungen Jahre für mich opfert. Wahrscheinlich weist man mich nach dem Gesetz in irgendein Heim ein zu anderen Wracks. Nur wie ich mir das vorstelle, verstehe ich, dass es besser ist, schneller ein Ende zu finden, als dort den Rest des Lebens zu verbringen. Ich hätte auch noch weiterarbeiten können, ehrlich gesagt, wenn ich mich anständig hätte erholen können. Wenn Sie mich auch stark geschlagen haben, so haben Sie mich doch nicht zum Krüppel gemacht. Deshalb schreibe ich Ihnen, Genosse Leiter des Stadtkomitees. Könnte ich vielleicht eine Pflegekraft bekommen, damit ich nicht sterben muss, während ich genese? Ich verspreche, bald gesund zu werden, gut zu arbeiten und keine Briefe zu verlieren. Stecken Sie mich nur nicht in ein Heim. Dahin möchte ich wirklich nicht. Verzeihen Sie, dass ich Sie von wichtigen Dingen abhalte, aber sonst antwortet mir niemand. Frederick Huffington. Wir helfen Fred mit allem, was wir tun können und allen anderen, die in eine ähnliche Situation geraten sind, 6.000. Dieser unglückliche Mensch bekommt einen Sozialarbeiter, die Garantie zur Wiedereinstellung und ein Schmerzensgeld, 3.000. Genosse Huffington, im Namen der gesamten Partei drücke ich Ihnen unser aufrichtiges Mitgefühl aus. Puh. Ich schreibe mal auf 3 bis 6. Und wir gehen weiter, ne? Hm. Noch 2. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Genosse River, bei uns wurde ein Patient eingeliefert, der kürzlich aus dem Zentrum für Aktivurlaub Orange zurückgekehrt ist und wir
können seine Krankheit nicht diagnostizieren. Bislang können wir die Symptome bekämpfen, aber ich befürchte, dass ohne etiotrope Therapie das Risiko von Komplikationen oder gar der Tod des Patienten besteht. Aus meiner Sicht ist es am besten, wenn er nach Altstadt verlegt wird, wo sich sicherlich Spezialisten finden, die in der Lage sind, die Krankheit zu bestimmen und Behandlungsmethoden zu finden. Die Sache wird dadurch erschwert, dass der Betroffene ein Gast aus dem Ausland ist, weshalb wir nicht berechtigt sind, ihn ohne ihre schriftliche Genehmigung zu transportieren. Bitte helfen Sie uns, das Leben dieses Menschen zu retten. Hochachtungsvoll, Karl Beckett, Chefarzt des ersten städtischen Krankenhauses von Eisen 1. Und was ist, wenn er während des Transports stirbt? Zu gefährlich? Oder sie erhalten die Genehmigung und das kostet uns 1.000? Es gibt also keine Bewegungsfreiheit in unserem Staat. Ja, er ist jemand aus dem Ausland. Und die können nicht einfach ihn von einem Krankenhaus in ein anderes verlegen, sondern es braucht eine offizielle politische Genehmigung und Verwaltungsgenehmigung, dass sie das dürfen. Ja. Also nichts mit Freizügigkeit. Nee. Nix mit Freizügigkeit. So eben. Okay. Okay, und bevor jetzt letzte Beschwerde vorlese, erstmal herzlichen Dank für die Kanalpunkte, Belana. Prost. Belana hat ein paar Kanalpunkte ausgegeben für Wassermarsch, dass ich einen Schluck Wasser nehme. Und Kanalpunkte gibt es einfach so, wenn man hier länger zuguckt. An den Leiter, letzte Beschwerde. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genosse Francis River. Guten Tag, Genosse River. Wie Sie vielleicht wissen, versorgt die städtische Poliklinik nicht nur Eisen 1, sondern auch die nächstgelegenen Ortschaften. Vor 3 Wochen trat bei den Telefonleitungen eine Störung auf. Während des Sturms wurde ein Mast umgeworfen, wonach wir die Verbindung mit dem Vorort verloren haben. Keine einzige Beschwerde, die seit der Störung abgesendet wurde, führte zum Erfolg. Es gibt nach wie vor keine Verbindung. Ich bitte Sie, bei der Wiederherstellung des beschädigten Abschnitts zu unterstützen, was unsere Arbeit bedeutend erleichtern würde. Hochachtungsvoll, Karl Beckett, Chefarzt des ersten städtischen Krankenhauses von Eisen 1. Es gibt wichtigere Probleme oder die Verbindung muss dringend wiederhergestellt werden. Minus 2000. Also 2. Das waren alle. Ich zähle jetzt mal die Maximalwerte zusammen. Also Max 12, 15, 21, 22, 24 bräuchten wir. Wenn ich die Minimum, wenn wir überall reagieren wollen, dann sind es 6, 3, 9, 12, 13, 15. Tja, okay. Wir haben alles durchgeguckt, also greifen wir zum roten Telefon, ne? Sekretariat des Gebietskomitees, guten Tag, sprechen Sie bitte. Guten Tag, hier ist das Stadtkomitee von Eisen 1. Wir benötigen eine außerplanmäßige Erweiterung der Finanzierung. Genau, Sir Weber. So läuft es bei uns nicht. Na gut. Dieses Mal helfen wir Ihnen. Sie haben sich bislang gut gehalten. Versuchen Sie aber künftig selbst zurechtzukommen, wie es sich für ein verantwortungsvolles Parteimitglied gehört. Vielen Dank. Auf Wiederhören. 40. Yeah. Ja, wenn wir doch nur auf irgendeine Art und Weise auch Geldmittel generieren könnten. Außer durch Korruption. Weil bisher haben wir nirgendwo in irgendeiner Form ein Plus bekommen. Vielleicht ist das auch gerade was dieses System für Korruption auch so anfällig macht. Wenn du du brauchst ja irgendwie, das merken wir ja auch, wenn es um diese Güterverteilung geht, du brauchst immer so ein bisschen Spielraum und wir haben den Spielraum nicht. Ja. Also fängt man in dieser Logik heraus an, irgendwie Sachen so hinzubiegen, dass es irgendwie geht und dass man die Sachen dann woanders hinschichtet, so dass es überhaupt nicht auffällt. Damit es dann funktioniert. Und in dem Falle ist es jetzt so, dass ein paar Leute zu viel sich gedacht haben, sie könnten für ihren persönlichen Gewinn dieses System ausspielen. Ja. Tja, wo gehen wir zuerst hin? In die Karte, würde ich sagen, ne? Bergleutebezirk.
Ja, ich würde den Bergleuten gerne alles Geld geben. Ja. Sehr gut. Auf jeden Fall, weil wir 10% da haben. Wir müssen was Gutes für den Bergleutebezirk tun. Das ist mir auch 12 wert, also machen wir das. Sie zeigten Entschlossenheit um jeden Preis, den Opfern ihren Schaden irgendwie zu ersetzen. Diese waren von der Großzügigkeit angenehm überrascht, was man vom Buchhalter nicht sagen kann. Tja. Ach, ich fühle mich aber gleich viel besser. Wir haben was Gutes getan. Und der Bergleute im Bezirk, da war die Zustimmung jetzt bei 18%. 18%, ja. 18% ist echt gut. Aber er geht nochmal um 2 runter, weil wir die Produktion erhöht haben. Aber das ist auf jeden Fall super. Gut, so. Dann... Nochmal ein Schluck Wasser. Belana, herzlichen Dank. Du achtest sehr gut auf mich. So. Jetzt haben wir hier die Geschichte mit den Wölfen, Naturschutz und so weiter. Unser Vorgänger hat eine Genehmigung für den Straßenneubau gemacht und da werden jetzt die Habitate von Füchsen, Wölfen und Hasen platt gemacht durch den Straßenneubau und wir könnten das abwenden, indem wir 3000 unseres Kapitals aufwenden. Ich würde das eher nicht tun wollen. Einfach, weil wir nicht so wahnsinnig viel Geld haben und ich lieber bei einer der anderen Herausforderungen, die wir noch haben, richtig reingehen wollen würde. Ja, ich würde hier auch sagen, alle Dokumente sind bereits unterzeichnet. Es ist zu spät, um etwas zu ändern. Wir haben einfach nicht die Kohle, Alter. Dass der Typ aber Fuchs heißt, finde ich ziemlich cool. Ja. Und er Wölfe und Hasen und Füchse retten will. Hm. Okay. Bald wurde bekannt, dass die künftige Straße den Namen Straße des Fortschritts bekommt. Sie meinen, dass einige Dutzend Wildtiere, die wegen der Sicherheit der Werktätigen abgeschoben werden mussten, nichts sind im Vergleich mit der Bewegung in Richtung einer lichten Zukunft. Puh. Diese Formulierungen lassen es irgendwie mir schon so ein bisschen kalten Rücken runterlaufen. Ja. Die lichte Zukunft ist eine schöne Floskel, die irgendwie sehr, sehr, sehr zwielichtig wirkt. So, kommen wir hier zu dem Dings, was uns nichts kostet. Ich finde auch schön, Horst hat das eben gesagt, die Partei testet euch. Wenn die Partei testet, glaube ich, wäre 2 auch die richtige Antwort, Testantwort. Im Sinne von, wir ziehen das durch und wir stehen auf Seiten der Partei und so. Ja, orangene Dunst und Parteideppen sind 2 Sachen, über die ich gestolpert bin. Wenn das nicht drin gewesen wäre, sähe die Sache anders aus. Geht mir genauso. Du kannst halt die Leute nicht beleidigen, von denen du willst, dass sie dir helfen. Das funktioniert halt so rum nicht. Ja. Also kannst du schon machen, aber dann werden sie dir halt nicht helfen. Kannst du schon machen, aber ist das Kacke. Ja. Ja, also schicke ich Rain hin, würde ich sagen, ne? Ja, hat er was zu tun. Ja. Sie sind über den Ton dieser Briefe verärgert und haben nichts unternommen. Es scheint, dass die Bewohner des Hauses Nummer 17 auch weiterhin an Feiertagen in einem orangenfarbigen Raum gucken müssen. Ja. Wir hätten anders entschieden. Tja. So, Fred. 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 Na, ist... wir haben. Ach, entschuldige. Ja, Fred ist zusammengeschlagen worden. Er ist Briefträger. Er wird weiterarbeiten. Er bittet um Unterstützung. Wir haben bei Fred ja schon den Krankenhausaufenthalt finanziert, wenn ich mich recht entsinne. Und haben damals, wir das? Ich glaube, das war die Geschichte, dass der von so einer Horde Jugendlichen ein Mann zusammengeschlagen worden ist. Nee, das war der alte Typ. Okay, dann scheint es ja bei uns häufiger zu passieren, ja. Dass Leute von irgendwem zusammengeschlagen werden.
Ja, und dann hier, er schreibt auch, ehrlich gesagt, manchmal kommt einem alles von Zeit zu Zeit kommt man nicht und besucht, hilft. Irgendwo schreibt er doch, dass er sich nicht erholen konnte. Ich hätte auch noch weiter arbeiten können, ehrlich gesagt, wenn ich mich anständig hätte erholen können. Wenn sie mich auch stark geschlagen haben, so haben sie mich doch nicht zum Krüppel gemacht. Das heißt also, er konnte sich noch nicht wirklich erholen. Also sowas wie eine Kur gibt es dann wahrscheinlich ja nicht. Und wenn das häufiger bei uns passiert und wir das ja doof finden, dass irgendwelche Nationalisten der Meinung sind, sie müssten andere Leute zusammenschlagen, bin ich gerade eher bei, wir helfen Fred mit allem, was wir tun können und allen anderen, die in eine ähnliche Situation geraten sind. Ja, weil ja das System da nicht ausreicht, augenscheinlich dafür. Ja. Bin ich bei dir. Hier, zack. Sehr gut. Sie haben sich nicht nur um die Pflege, Arbeit und Mittel für Fred gekümmert, sondern auch das Gleiche für andere Leidtragende gemacht. Das war eine respektable Tat. Okay. Und jetzt habe ich erst gesehen, dass Belana geschrieben hat, dass sie es etwas teuer findet. Ja, finde ich auch. Allerdings, wenn wir damit mehreren Leuten helfen können, warum nicht? Ja, genau. Also hier hatten wir für 3.000 einem Menschen helfen können. Hier haben wir sehr vielen für 6.000 geholfen. Und ihm genauso für, ne, also wir kriegen hier mindestens bei mehrere, also hey! Jetzt habe ich mich kurz erschreckt. Hey, wir werden gehostet. Herzlichen Dank. DO1JLR hostet. Das ist sehr nett von dir. Dankeschön. Das heißt, bei ihm auf dem Kanal laufen wir auch gerade jetzt mit der Dienstagspolitik. Dankeschön. Also hier kriegen wir einfach mal mindestens einen weiteren, aber es sind wahrscheinlich noch mehr für den Preis von 6.000. Also, ich hoffe, dass wir dann nicht mehr Briefe kommen, die jeweils alle für eine Lösung 3.000 ausgeben mussten. Also ich finde es eigentlich nicht teuer. Also das hier fände ich teuer. Also hier wäre für mich die Lösung gewesen, entweder geben wir gar nichts oder wir machen die 6.000, weil hier geben wir 3.000 aus, um für eine Person zu helfen. Hier helfen wir für 6.000 ganz vielen. Also das wäre ja so, wäre meine Ratio an der Stelle gewesen. Und das, Belana sieht das übrigens auch so, sagt sie auch gerade im Chat. Sie meint nur, sie versucht es gerade nicht so aus demokratischer Sicht zu sehen. Und das ist eigentlich ganz spannend. Man muss es gar nicht aus demokratischer Sicht betrachten, um das so rumzunehmen, sondern man hat einfach so einen sozialistischen Staat im Kopf, der auf so einem Ding wie Solidarität beruht. Das heißt, man muss sich gegenseitig unterstützen, weil es gibt ja quasi volkseigene Güter und volkseigene Betriebe. Insofern wäre es auch innerhalb des Systems total gut nachvollziehbar zu sagen, wir unterstützen die. Und man will ja auch die Nationalisten loswerden. Und wenn das häufiger in unserer Stadt passiert, ist das auch nicht so gut für das Sicherheitsgefühl. Das stimmt, ja. So. Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ecken, wie man da hinkommen kann. Ja. Okay, sehr schön. So, nächste. Das war... wir haben jetzt zweimal den Chefarzt. Einmal dieser Patient, der verlegt werden soll nach Altstadt. Ja, einerseits, ich wüsste jetzt nicht, warum wir die Genehmigung nicht erteilen sollten, außer dass es Geld kostet. Ja. Aber wenn der Typ uns in unserem Krankenhaus stirbt, ist das jetzt so für die internationalen Beziehungen wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig gut. Und auch hier wieder ist es super anstrengend, dass wir uns als Stadtkomiteechef überhaupt damit beschäftigen müssen. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass jemand, der eine medizinische Versorgung braucht, von A nach B gebracht wird, rein aufgrund der medizinischen Perspektive. Mhm. Und nicht, weil irgendein Stadtoberhaupt sagt, ja oder eben nein. Ja. Warum das Geld kostet, verstehe ich noch nicht, aber vielleicht muss das auch so.
Tja. Wie ist denn bei dir? Ja, ich bin an der Stelle bin ich auch dafür, die Genehmigung zu erteilen, obwohl es 1.000 kostet. Es ist okay. Ich glaube, wir haben jetzt einfach durch den Anruf beim Zentralkomitee haben wir, wie man auch sieht, Zustimmung bei der Partei eingebüßt. Die ist von 75 auf 45 gefallen. Also wir haben 30% Zustimmung bei der Partei eingebüßt. Dadurch, dass wir Geld bekommen haben. Und das hier ist eine Sache, das ist jemand aus dem Ausland und wir sollten die Genehmigung erteilen, um ihn zu verlegen. Also ich hoffe, das sorgt auch wieder für eine Zustimmung bei der Partei, dass wir das tun. Ja, wir müssen, das ist auch wieder ein guter Punkt, sowohl von Belana als auch von Horsti im Chat. Auf der einen Seite von Belana der Hinweis, vielleicht muss man ja für den Transport bezahlen, also das ist einfach der Teil, der Geld kostet. Und Horsti merkt an, es kann ja auch sein, dass der Arzt uns schon wieder verarscht. Also wir wissen ja gar nicht, ob dem wirklich so ist, ob es diesen Fall tatsächlich gibt, ob der Typ von A nach B transportiert werden muss. Es könnte ja auch, jetzt bin ich mal ein bisschen, eine der Drogenlieferungen sein, die da von A nach B transportiert werden muss. Wir wissen es nicht, schon wieder nicht. Ja. Insofern bleibt uns nichts anderes übrig, als aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Achso, und es war Horsti, der gesagt hat, vielleicht sind die 1.000 für den Transport. Und Belana sagt, es wäre besser, wenn der Arzt für die Genehmigung Geld zahlen müsste. Ja, dem stimme ich auch vollkommen zu. Also, Also ich wäre eher dafür, dass ich die Genehmigung erteile an dieser Stelle. Einfach weil... Also selbst wenn er etwas durch die Gegend schmuggelt damit, finden wir das früher oder später raus, wenn wir die Chesters losgeworden sind. Mhm. Wenn er uns nicht verarscht, haben wir eventuell, also sind wir dafür verantwortlich, der Partei gegenüber, dass wir einen diplomatischen Vorfall ausgelöst haben. Und ob wir den diplomatischen Vorfall jetzt auslösen, weil wir ihn weil wir den Transport gestatten und der stirbt, oder weil wir den Transport nicht gestatten und der stirbt dann auch, das ist dann wahrscheinlich auch Spekulation. An der Stelle würde ich immer sagen, wenn er auf dem Transport stirbt, dann wäre er in unserem Krankenhaus auch gestorben. Das heißt, wir haben das Richtige getan. Also so aus der Denke gehe ich jetzt gerade vor. Das heißt, wenn er auf dem Transport stirbt, ja okay, kann uns die Partei natürlich trotzdem böse sein. Das sehe ich auch. Komm, jetzt lass uns den Krankentransport einfach genehmigen. Okay. Der Ausländer wurde nach Altstadt gebracht. Dort wurde in seinem Organismus ein seltener und sehr gefährlicher Parasit gefunden. Zum Glück hat der Patient überlebt. Ihnen wurde angedeutet, dass man oben deswegen sehr zufrieden ist. Yay. Richtige Entscheidung. Hui. So, und jetzt haben wir wieder Carl Beckett. Ich weiß nicht, was er mit den Beschwerden oder... Ist das Notrufleitung vielleicht? Was er damit zu tun hat. Also ich lese nochmal. Wie Sie vielleicht wissen, versorgt die städtische Poliklinik. Nicht nur Eisen 1, sondern auch die nächstgelegenen Ortschaften. Vor 3 Wochen trat bei der Telefonleitung eine Störung auf. Während des Sturms wurde ein Mast umgeworfen, wonach wir die Verbindung mit dem Vorort verloren haben. Keine einzige Beschwerde, die seit der Störung abgesendet wurde, führte zum Erfolg. Es gibt nach wie vor keine Verbindung. Ich bitte Sie, bei der Wiederherstellung des beschädigten Abschnitts zu unterstützen, was unsere Arbeit bedeutend erleichtern würde. Ich glaube, Beschwerde sollte hier Notruf sein, oder?
Bin ich mir nicht sicher. Ich hätte es so interpretiert, dass diese Störung vorliegt, also dieses Stück Telefonverbindung irgendwie kaputt ist. Mhm. Und dass sie es schon mehrfach irgendwer versucht hat, aus dieser ländlichen Region oder von wo auch immer Bescheid zu geben. Aber es hat mal wieder sich niemand drum gekümmert in unserem Staat, in unserer Stadt. Und deswegen schreiben sie mal wieder uns. Also wahrscheinlich wäre ja die Munizipalität dafür zuständig, aber augenscheinlich hat er da auch wieder keiner was gemacht. Also das wäre jetzt meine Interpretation von der Beschwerdegeschichte. Ja. Tja. Und hier ist auch wieder die Frage, führt er uns aufs Glatteis oder... Also, ich bin hier eher hin und her gerissen zwischen den beiden Optionen, als das eben beim Patienten der Fall war. Und nicht aufgrund des höheren Betrages. Also ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Und ich will auch nicht immer ihm das Schlimmste unterstellen. Vielleicht ist, also es kann ja auch sein, dass er wirklich, also er ist ja Chefarzt des städtischen Krankenhauses. Er ist ja nicht und er nur hat korrupt. Und er hat sich auch bisher, also wenn, dann hat er offen gefragt, hey, wir sind gut ausfinanziert, aber würden Sie nicht vielleicht einen Haufen Geld bitte in unser Krankenversicherungssystem kippen? Also er hat das ja nie versucht irgendwie über, sondern er war, was das angeht, aufrichtig. Und so eine kaputte Telefonleitung kann man ja schon nachvollziehen. Ja. Insofern hätte ich jetzt gedacht... Ich glaube nicht, dass er uns da verkackeiern möchte. Also ich würde dann vielleicht auch, wir haben noch 26, puh, aber ja. So. Von ihnen zugewiesene Mittel waren ausreichend, um das Problem innerhalb von ein paar Tagen zu lösen. Die Verbindung mit den Vororten wurde wiederhergestellt. Okay, das waren alle Sachen. Und wir sind fertig mit dem Tag. Wir sind auf jeden Fall schneller, wenn wir uns erstmal alles angucken, einmal gemeinsam überlegen und dann entscheiden. Ja. Okay, ich brauche eine Pause. Ja, morgen wird ein schwieriger Tag. Morgen ist der Showdown, könnte man sagen. Aber dann würde ich sagen, wir schließen den Tag ab, ne? Sehr gern. So. Zieh doch aufs Parteitelefon. Ja, ich habe auf die Tür geklickt und dann klingelte das Parteitelefon. Hallo? Wer ist da? Sprechen Sie schon! Frank, verlassen Sie Ihren Arbeitsplatz in den nächsten 30 Minuten nicht. Warum denn das? Was passiert? Mein Schicksal kam durch den Sturm auf mich zu. Damals wusste ich bereits, dass sie in Form einer Offiziersuniform der Integritätsdivision kam. Leider dauerte die glückliche Unwissenheit nicht lange. Die in meinem Büro einbrechenden Milizionäre sammelten absurde Anschuldigungen über Korruption und strafbare Nachlässigkeit hervor. Es war sinnlos, sich zu wehren. Die Leute, die zu mir kamen, wollten sicherlich kein Wort mit mir wechseln. Ich war kein Dieb, doch das war nicht wichtig. Die Bürger wollten Blut, mein Blut, und sie wollten das öffentlich veranstalten. Rayon kam, doch seine Macht reichte nur dafür, um meine Handschellen zu entfernen und mich unter Aufsicht seiner Leute in eine Isolierstation zu bringen. Francis River wurde der unregelmäßigen Nutzung von stadteigenen Geldern beschuldigt. Im beschuldigten Gerichtsverfahren wurde er zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Schadenfreude der Presse fand kein Ende. Der ehemalige Vorsteher des Stadtkomitees Eisen 1 schaffte es bereits nach 2 Wochen, einen schlechten Ruf zu bekommen. Rivers Fehlschlag hatte viele dazu gebracht, am neuen Kurs zu zweifeln. Frank war nach seinem Gefängnisaufenthalt ein anderer Mensch, verängstigt, am Boden, kaputt. Er bekam eine Arbeit als Ticketverkäufer im öffentlichen Verkehr und bald verschwand seine Spur in der Öffentlichkeit. Hey, das Spiel ist vorbei? Ja. Ela?
genau in dem Moment ist das Spiel vorbei. Es tut mir leid, Edelhack. Duh. Integritätsdivision, also. Tja, die Chesters haben ein klein wenig mehr Macht gehabt, als wir dachten, würde ich sagen. Möglich. Das kann auch der andere Kollege gewesen sein. Reed. Den wir ja auch, genau. Ja, ja, Edelhack, schönen guten Abend. Du siehst mich gerade am Boden. Uns beide. Ja, ich wollte nicht für dich sprechen. Ja, ich bin ganz bei dir. Ja gut, aber wenigstens wissen wir, dass der Typ, der nach uns folgt, unser Konkurrent wahrscheinlich ein guter ist und haben kurz bevor wir gehen mussten, noch ein paar gute Sachen gemacht. Ja. Heftig. Mhm. Ja, es gibt noch andere Enden, würde ich jetzt pauschal sagen. Ich will mal gerade Urlaub auf eigenen Wunsch war das letzte Achievement, was wir bekommen haben. Ja, es gibt noch 4 versteckte Errungenschaften. Also ich gucke gerade bei den Achievements, was wir nicht bekommen haben. Ja, Horst sagt auch gerade, er hatte doch 50% Zustimmung. Ja, ich würde jetzt sagen, ich würde pauschal sagen, das war nicht die Partei, die nicht zufrieden war mit unserer Leistung, sondern ich würde sagen, das war irgendwas von den Chesters oder vom Reed, was da auf uns eingeschlagen ist. Wir haben diesen Stein, dass wir die Chesters loswerden wollen, losgetreten und die haben ihre Verbindungen spielen lassen. Wäre mein Interpretationsansatz für diese ganze Nummer gewesen jetzt. Konnten, sowas wie das Francis auf einmal, keine Ahnung, das, was wir am Anfang des Tages ja auch besprochen hatten, ja, ja, weil man seine Rolle ausnutzt, da hätten wir auch gar nichts tun können, das war halt so. Und das ja, können genau. Sie ihm natürlich jetzt vorwerfen. Ja, ja, und wir haben nie Gelder veruntreut. Ja. Wir hatten die Kurve gekriegt mit dem Bergleutebezirk. Ja, und ich denke, wir haben alle Weichen bereits gestellt gehabt, bevor wir heute angefangen haben zu spielen. Also es waren keine Entscheidungen, die wir heute getroffen haben, würde ich pauschal sagen, die dazu geführt haben. Die Frage, ob wir vorrangig gegen Reed oder vorrangig gegen Chester zuerst loslegen. Ich würde pauschal sagen, das war aus der Chester-Ecke. Verrückt, bei mir ist anders. Ja. Bei mir ist es eher das Gefühl, das kommt von Reed, weil auf einmal diese Integritätskommission von oben kommt und ja eigentlich die Partei auch ein Problem damit hatte, dass da so ein korruptes System entstanden war. Aber wie gesagt, weiß man nicht. Und stimmt, die Love Story ist jetzt quasi vorbei. Oder es kommt von Helen. Oder es kommt von Helen. Die hat das ja auch kritisiert, dass wir da das ausnutzen. Es ist auf jeden Fall eine geile Geschichte. Auch wenn es jetzt kein Happy End hat. Es war ein wildes Auf und Ab. Und ich beziehe mich hier nicht nur auf Helen. Also, ja. Keine Unterstellungen, bitte. Was ich so schwierig fand, aber was es wahrscheinlich als Spiel auch so spannend macht, ist, dass das Einzige, worauf du deine Entscheidungen wirklich basieren kannst, ist dein eigenes Bauchgefühl. Ja. Dadurch, dass man nicht so richtig weiß, wie funktioniert das eigentlich und wer hängt da mit wem zusammen, wir wissen immer noch nicht, wie dieses Krankenversicherungssystem gestaltet ist. Nein, überhaupt nicht, nein. Kein also Stück. Alle regen sich darüber auf, aber wir haben das Ding nie gesehen, wir wissen nicht, was da ist, wir wissen nicht, wer da eigentlich da drin hängt, und, keine Ahnung. Und ja. Es gab so viele Dinge während des Spiels, die entweder gar nicht erwähnt wurden oder die nur in so einem Halbsatz erwähnt wurden, aber wenig, worauf man wirklich so eine Entscheidung basieren kann. Ja. Und wie
fähig dieses, in diesem System, dass der Stadtkomiteevorsitzende jeden Mist regeln muss. Ja, also es waren schon halt wirklich viele Texte, durch die wir uns durchgearbeitet haben. Ne? Also das ist halt auch kein und alle Texte transportierten das Gefühl und auch irgendwie ein Teil davon, wie es ist, dort zu leben. Fand ich auch sehr spannend. Mhm. Absolut. Also mich hat es ein bisschen fuchtig gemacht, dass ich nicht so richtig wusste, in was für einem Konstrukt wir uns bewegen. Ja. Und es nicht so richtig klare Regeln gab für bestimmt, eigentlich für alles. Also wenn es irgendwie Regeln oder Prozesse gegeben würde, dann könnte man sagen, ja, wir sind nicht zuständig, Leute. Das haben wir ein, zwei Mal gemacht bei den Sachen, wo es ums Militär ging, wo wir einfach gesagt haben, so, nee, echt nicht, das ist nicht unser Job. Aber ansonsten war es halt nicht klar. Man musste sich immer seine eigene Rolle neu definieren. Mhm. Sehr interessant. Total. Puh. Das war's erstmal für diese Folge von For the People. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar und schaut auch gerne dienstags auf twitch.tv/anderelampe vorbei. Da treffen sich Romy und ich immer zur Dienstagspolitik. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss!